Herzlich willkommen, ihr Staubis, zu einer weiteren Folge von Schneller, Besser fahren. Heute kümmern wir uns um dieses Verkehrszeichen. Der eine oder andere wird jetzt sagen, was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Richtig, ist auch ganz neu, gibt es erst seit letztem Jahr, April. Und dieses Verkehrszeichen sagt uns, dass wir einspurige Fahrzeuge nicht überholen dürfen. Kurz erklärt, was einspurig ist, stellt euch eine Schneedecke vor und da fahrt ihr mit dem Fahrrad, mit dem Roller oder mit dem Motorroller, Motorrad drüber. Wenn wir zurückschauen, sehen wir nur eine Spur. Das bedeutet einspurig. Heißt also, an dieser Stelle dürfen wir als zweispuriges Kraftfahrzeug, also sprich Auto, LKW und so weiter und so fort, dürfen wir hier keine Fahrradfahrer oder Motorräder oder E-Scooter, wie auch immer, überholen. Außer einspurige Fahrzeuge dürfen einspurige Fahrzeuge überholen. Das funktioniert. Also wenn der Fahrradfahrer oder Motorroller den Fahrradfahrer überholt oder andersrum, ihr wisst schon, das funktioniert. Wow, das war's schon wieder. Schneller, besser fahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken. Wenn noch nicht passiert, abonnieren. Wenn es gefallen hat, schreit es in die Welt hinaus. Wenn nicht, wisst Bescheid, bald's für euch. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich wahnsinnig. Das war euer Fahrlehrer. Tschüss.